einfach sagen, ich beginne auch gleich als Lesender und greife da einmal auch zu so etwas wie einem persönlichen Klassiker. Ich habe einen 4-jährigen Sohn, ich bin sehr, sehr gerne Vater. Es gibt aber auch Aspekte, die da nicht so schön sind. Und als mein Sohn 2 Jahre alt war, meine Frau arbeitet vormittags und sie hat deswegen sehr wohl Zeit, bei der Spielgruppe anzurufen und meinen Sohn anzumelden. Hingehen musste ich aber. Und nachdem ich einmal bei dieser Spielgruppe war, habe ich einen Text geschrieben. Die erste Hälfte von diesem Text ist genauso passiert, das ist das Schlimme daran. Wer nicht weiß, was eine Spielgruppe ist, das sind so vorschulpädagogische Einrichtungen, bei denen etwa 2-Jährige sprachliche und soziale Kompetenzen gewinnen sollen. Das heißt, man sperrt die alle in einen Raum und hofft, dass sie nicht umbringen. Und nachdem ich einmal da war, habe ich als erstes zu Hause diesen Text geschrieben. Bis hierhin ist alles genauso passiert, das war dann die Inspiration für den Text. Und der Text heißt auch einfach nur Spielgruppe. Sind unsere Zeichner bereit? Streber. Okay, unsere Zeichen sind bereit, wir legen los, Spielgruppe. Ich habe nichts zugegeben und ich werde nichts zugeben. Ohnehin werden die Opferzahlen in Medien meist völlig überhöht dargestellt, aber ich greife voraus. Mein 20 Monate alter Sohn und ich betreten die vorschulpädagogische Einrichtung mit gutem Willen und bester Laune, als uns eine überdrehte ältere Frau in den Weg springt und eine Handpuppe bedroht. Hallo, ich bin die Gretel und wer bist du? Fistel singsang das unheimlich vom Wasserleichen verfärbten Antlitz der Antikpuppe her, die wie ein Mahnmal für die oder eines der Opfer der Hiroshima-Bombe aussieht. Ich denke an Shining und Chucky, die Mörderpuppe. Meine Nackenhaare stellen sich auf und mein Sohn tritt hier instinktiv mit voller Wucht gegen das Schienbein. Die verwirrte Frau weint ein bisschen, stellt sich dann als Gundula, Leiterin der Spielgruppe, vor und findet, dass mein Sohn sich entschuldigen soll. Allerdings nicht bei ihr, bei der Puppe. Ich glaube an einen Witz, aber weil ich lache, muss ich mich auch bei der Puppe entschuldigen. Das ist wirklich passiert. In der Vorstellungsrunde bin ich der einzige Mann. Als Gundula hört, was ich so mache, hofft sie lachend, dass ich keinen Text über sie und die Spielgruppe schreibe. Ich lüge. Elisabeth, Ex-Sprechstundenhilfe und Arztgattin, hat ihren Ernst nur für die Spielgruppe angemeldet, um die Zeit zwischen Quantenphysik für 2-Jährige und dem Chinesischunterricht zu füllen. Sie muss sehr plötzlich aufhören anzugeben, weil ihr Wunderkind Bauklötze in Nasenlöchern und Rachen stecken hat und blau anläuft. Mein Sohn weist uns darauf hin, immer wieder rot aufgeregt, Schlumpf, Schlumpf schreit, weil er noch nicht weiß, wie die Farben heißen. Der Leichenwagenfahrer und der Notarzt streiten noch kurz darüber, wer von den beiden Ernst mitnehmen darf. Dann sitzen wir im Kreis und müssen singen. Ich kann Töne weder treffen noch halten, sage das auch und will nicht, ich soll aber trotzdem. Also singe ich. Die Kinder beginnen sofort zu weinen, pressen verzweifelt Teddys an ihre Ohren, wird monoton vor und zurück. Einige schlagen mit dem Kopf gegen die Wand. Gundula und die Mütter auch. Dann muss ich überrascht nicht mehr mitsingen und auf das Tambourin schlagen, während die Spielgruppenleiterin einen indianischen Traumfänger durch den Raum wedelt, um mich mit dem Gesang von den bösen Geistern zu reinigen. Beim freien Spielen mache ich erst nur so ein bisschen beim Lego mit, dann habe ich aber eine echt coole Idee und baue eine Duplo-Kopie des World Trade Centers. Angelika, Toms Mutter, behauptet, sie fände das geschmacklos, ist aber eigentlich nur sauer, dass ihr nicht genügend Duplo-Steine für ihre lebensgroße Robbie Williams Aktskulptur bleiben. Sie ist ohnehin ein wenig gereizt, weil die selbstsüchtigen Kinder dauernd Steine abhaben wollen, um auch was zu bauen. Wütend greift sie sich 2 Holzflugzeuge aus dem Spielzeugregal und lässt erst meinen Süd-, dann meinen Nordturm einstürzen. Als wir aufeinander zustürzen und uns zu prügeln beginnen, gehen unsere Kinder erstmal eine rauchen. Zumindest wirkt es so, wie sie kopfschüttelnd in der Ecke stehen, hektisch an den Schultern saugen und sie auf den Boden austreten. Wir werden getrennt und müssen in entgegengesetzten Ecken des Raumes mit dem Gesicht zur Wand stehen. Aus Rache singe ich beim Abschlusslied sehr laut mit, was zu einer Massenpanik führt, bei der es zahlreiche Opfer gibt. 3 Diddelmäuse, 1 Teddybär und Gretel die Handpuppe können später auch vom Puppendoktor nicht reanimiert werden. Mein Fazit der Erfahrung. Die soziale Kompetenz muss sich noch entwickeln, vor allem unter den Eltern. Mit der Sprachlichen läuft es sehr viel besser. Mein Sohn kann nach dem Besuch der Spielgruppe 3 neue Schimpfwörter, ich sogar 5. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Unser erster Durchgang, ich bin jetzt gerade selber total überrascht, weil ich natürlich auch meinen Text gucke und jetzt die kompletten Bilder sehe.
Wir haben vor uns die Illustrationen von Katharina Kirzek und von Peter Klint. Erstmal einen Riesenapplaus für beide, bitte schön.